Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute, so habe ich mir das vorgenommen, am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, warum sage ich das jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal, habe ich mir vorgenommen, die Lesung Roms Ziele in Theorie und Praxis, was wir ja damals gelesen hatten von dem Gustav Mix, dieses ganz tolle Papier, was er, ich glaube, 1911 erstellt hat, ja, Halle Saale 1911, hatten wir ja durchgearbeitet. Wir hatten in Roms Ziele in Theorie und Praxis besprochen, wie Rom, also welche Ziele Rom hat, wie sie die in der Theorie planen und wie sie sie dann besonders in seinen Konkordaten in die Praxis umgesetzt haben. Wir haben uns dafür alle möglichen Konkordate aus vielen Staaten angeschaut, weniger das Deutsche. Das war auch nicht nötig, weil da habe ich ein eigenes Video zu gemacht und das ist auch in der Spielliste von Roms Ziele drin. Nun gibt es noch ein weiteres Video, was in die Spielliste von Roms Ziele mit reinkommt und das ist das Video, was wir heute Abend machen. Und das ist das Interessante dabei. Dieses Video ist basiert auf einem Vortrag, den es nur in Englisch gibt, von Richard Bennett, ein Bruder in Christus, der auch damals die Webseite Berean Beacon gegründet hat und der leider vor, ich glaube, 2, 3 Jahren gestorben ist, an natürlichen Gründen, soweit ich weiß. Also da habe ich jetzt nicht irgendwelche Verdächte oder so, Verdächtigungen. Aber jedenfalls war das ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, wo ich auch in der 13. Lesung über moderne Kriege, die ich heute Nachmittag mit Gerald aufgenommen habe, gesprochen habe. Gerald, den ihr übrigens auch gleich kennenlernt, den habe ich gefragt, ob er mich begleiten möchte bei dieser Lesung, der wieder mein Gast ist. Der stellt sich dann gleich vor, wenn ich mit meiner Einleitung durch bin. Dieser Richard Bennett hat vor vielen Jahren einen Vortrag gehalten, wie ihr hier seht. Er steht da auf einem Podium hinter einem Sprecherpult und vor einer Menge, die zuhört. Und das Video ist, wie ihr seht, auf meinem Zweitkanal Jugglers War und Disinfo hochgeladen. Ich glaube, es ist sogar auf meinem Hauptkanal hochgeladen, ist auf meinem rein englischen Kanal hochgeladen. Das heißt Vatican Control Through Civil Law, weil also vatikanische Kontrolle durch das bürgerliche oder auch das Zivilgesetz, wie man das auch immer gerne übersetzen möchte. Nun hat sich die Schwester Miss Marple aufgrund meiner mehr oder weniger Bitte da so fleißig auf den Hintern gesetzt und hat gesagt, okay, ich habe probiert, über die Webseite das Transkript dieser Sendung zu bekommen, um das ins Deutsche zu kriegen, das gibt es aber nicht. Und dann hat sie sich hingesetzt, hat sich das Video angeschaut mit Untertiteln, hat alles, was an Untertiteln stand, abgetippt, hat den ganzen englischen Text aufgeschrieben und hat den dann ins Deutsche übersetzt. Weil wir finden, die Renate, der Gerald, der bei mir ist und vor allen Dingen ich finde, dass dies ein würdiger Abschluss des Themas Roms Ziele in Theorie und Praxis ist, weil wir hier noch mehr sehen, Richard Bennett geht auch in Konkordate und solche Sachen rein, aber weil wir hier noch mehr sehen, wie der Vatikan nicht nur durch die römisch-katholische Kirche die geistige Kontrolle über diese Welt hält, sondern eben auch über seine eigentlichen staatlichen Institutionen und das römisch-kanonische Gesetz und das juridische Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche, das ich euch auch gleich noch zeigen werde, das basiert jetzt auf Justinian, wie also der Vatikan über diese beiden Arme, die römisch-katholische Kirche einerseits und den Staat Vatikan andererseits, unsere Zivilgesetze, ja, kontrolliert steht es hier im Titel, aber im Grunde machen sie die Gesetze mit. Im Großen und Ganzen kommt es darauf hinaus, dass man sagen kann, dass es auf dieser Erde sehr wenige Staaten noch gibt, sehr, sehr wenige, ich glaube, die kann man an zwei Händen fast abzählen, die da noch nicht unter den Fittichen von Rom sind, die, wenn sie zivile Gesetze machen, diese zivilen Gesetze nicht an das römisch-katholisch-kanonische Recht binden. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, sage ich jetzt uns, weil ich ja aus diesem Land ursprünglich komme, oder auch hier in Belgien, wo ich jetzt im Augenblick wohne, ist es so, wenn hier die Kammer, der Senat, in Deutschland der Bundestag oder der Bundesrat, Gesetze machen oder beschließen, dann werden diese Gesetze erst dann wirklich in Kraft gesetzt, wenn sie den Rom-Test durchlaufen haben. Das heißt, diese Gesetze gehen von der eigentlichen gesetzentwerfenden, gesetzmachenden Stelle in dem zwischen Anführungszeichen souveränen Staat. Wir wissen ja, dass Deutschland nicht souverän ist, seit dem 8. Mai 1945 nie wieder souverän gewesen ist, dank dem Herrn Schäuble.
diese Gesetze gehen dann, bevor sie überhaupt in Wirkung treten, erst nach Rom und werden dort zwischen Anführungszeichen abgesegnet und dann erst werden sie Gesetze in dem Land. Das heißt, sie sind konform des römisch-katholischen kanonischen Rechts. Jetzt habe ich das in meinen Worten gesagt, jetzt kann ich das Video abschließen und sagen, voilà, das war's. Nein, mache ich nicht, ich lasse den Richard Bennett ans Wort kommen. Der Richard Bennett hat, dieses Video ist glaube ich knapp 50 Minuten lang, hat das vorgetragen. Die Miss Marple hat sich die wunderbare Mühe gemacht, dieses Papier zu besorgen. Da haben wir ganz herzlichen Dank für Miss Marple. Und der Gerald hat sich bereit erklärt, mich bei dieser Lesung heute zu begleiten. Heute Nachmittag hatten wir bereits Moderne Kriege Teil 13 gemacht. Jetzt machen wir eben Roms Ziele Teil 13, ja, zweimal Teil 13. Da könnt ihr euch bedenken, was ihr wollt. Gerald, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Lesung. Schönen guten Abend an alle Zuhörer, schönen guten Abend Jörg, zur zweiten Runde. Zweimal die 13. Genau, wir gehen jetzt in die zweite Hälfte, ne? So ist es. So wie man, beim Fußball wahrscheinlich sagt. Und danach gehen wir in die Verlängerung. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Na, Verlängerung würde es ja nur geben, wenn es ein Unentschieden gäbe. Aber es wird 2:0 für Jesus Christus stehen am Ende dieser Lesung. Und das ist das Wichtigste. Richtig, genau. Also, jetzt nochmal eben Tacheles gesprochen. Wo kommt das römisch-katholisch-kanonische Gesetz her? Schaut euch mal dieses Bild an. Das ist der Corpus Juris Civilis Justinianae. Wenn wir mal aussprechen können, diese ganzen lateinische Geschwurbel da. Ja? Mit anderen Worten, dieses ist der Körper des juridischen zivilen Justinianae. Das geht zurück auf Justinius, ja, den Kaiser. Ne? Dieser Justinius, der hat also das Gesetz in Rom, Juris Civilis, ne, in Papier gefasst. Das ist ein uraltes Papier, das ist irgendwann aus dem, schlag mich tot, 4., 5., 6. Jahrhundert. Ne, angeblich hat der Justinianus das Papier mit dieser Macht dieses Gesetzes übergetragen an den Papst 538, wenn man den Siebentags-Adventisten glauben will. Lassen wir das mal so stehen. Da irgendwann hat der Papst jedenfalls also die Macht über dieses Gesetz mitbekommen. Das ist also von Justinian gegründet gewesen. Ne, wer keine Lust hat, sich so ein altes Papier anzugucken, der guckt sich zum Beispiel das hier an. Das ist dann der Kodex des kanonischen Gesetzes der römisch-katholischen Kirche. Und dieses hier ist eine neue, revidierte englische Übersetzung, weil der Code des kanonischen Gesetzes, sowas erscheint prinzipiell nur in Latein. Ja, was kein, zwischen Anführungszeichen, Schwein, kein normaler Mensch lesen kann. Aber das wollen die ja auch nicht. Die wollen nicht, dass ihr das lest. Die wollen nicht, dass ihr das versteht, genauso wie die römisch-katholische Kirche nicht will, dass ihr die Bibel lest und die Bibel versteht. Weshalb sie die jahrhundertelang auf dem Index der verbotenen Bücher stehen hatte. Und jetzt, wo das nichts mehr bringt, die auf den Index der verbotenen Bücher zu setzen, verfälscht sie die Bibel. Mit 25.000 verschiedenen Sorten, worunter selbst sowas wie die Queen James Bibel. Da wird mir schlecht, wenn ich nur dran denke. Ja? Das ist die römisch-katholische Kirche. Die will nicht, dass ihr die Wahrheit wisst. Die will nicht, dass ihr die Gesetze kennt, weil die machen die Gesetze nur in Latein. Und wie das dann übersetzt wird und Auswirkungen, na, da war halt der Richard Bennett ganz großer Mann drin. Der hat durch seine Ausbildung, er wurde von Jesuiten in der römisch-katholischen Kirche ausgebildet und ging auf Missionen vor allen Dingen in die Karaiben, Trinidad und so weiter. Da hat er seine Arbeit verrichtet. Und der Richard Bennett, der war sehr belesen in Latein. Der konnte perfekt Latein. Aber er konnte nicht nur perfekt Latein, er konnte auch die Gesetzessprache der Kirche, er konnte die Papstsprache verstehen, analysieren und dann in uns verständliche Worte in Englisch bringen, die dann hier in diesem Vortrag Miss Marple wunderbar ins Deutsche übersetzt hat. Also, Kodex des kanonischen Gesetzes ist einer der Punkte, auf dem dieses basiert. Das basiert auf dem Juris Civilis von Justinius, das wir hier sehen. Und jetzt nehme ich noch ein anderes Bild hier mit rein. Und das ist dann hier, das seht ihr einmal Richard Bennett einmal deutlich. Über den habe ich ja auch Videos auf meinem Kanal hochgeladen, unter anderem, wo er von seiner Konversion vom Katholizismus zum biblischen Christentum spricht. Sehr interessant, sich das anzuschauen. Und dann haben wir natürlich hier noch das Bild seines Vortrages. Das lasse ich hier jetzt auch erstmal drin. Und der Gerald ist herzlich eingeladen,
Bemerkungen, Kommentare zu geben, wenn er das möchte. Nun, ihr seht, das ist ein PDF von 13 Seiten. Da werdet ihr sagen, Jörg, für 13 Seiten brauchst du doch also locker 5, 6 Sendungen. Das kennen wir ja von dir schon. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich euch ja mal Lügen strafen. Ich kann es ja mal probieren, das in einer Sendung durchzuboxen. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber man kann es ja probieren. Ich fange damit jetzt an. Wir arbeiten uns da durch. Das geht im Grunde nur um den Text, den Richard Bennett gesagt hat. Da muss ich nicht unbedingt wahnsinnig viel noch erklären. Das macht Richard Bennett selber. Ohne weitere große Erklärung, der Link von diesem Papier, von dem Video ist hier in dem Papier. Das Papier selber werde ich auf archive.org zur Verfügung stellen. Das könnt ihr euch dann gratis dort durchlesen. Ihr könnt es runterladen, ihr könnt es weiterverteilen. Es heißt Vatikanische Kontrolle durch das zivil- oder auch bürgerliche Recht von Richard Bennett. Das ist ein schwieriges Thema, das ich heute anspreche. Das Thema des legalen Zivilrechts oder äquivalent auch bürgerliches Recht, das der Vatikan benutzt, um das wahre Evangelium in diesen Gebrauch zu bringen, um mehr und mehr Menschen auf seine, auf des Teufels, des Antichristen, der römisch-katholischen Kirche Seite zu ziehen und das er in der Vergangenheit benutzt hat, um wahre Gläubige zu verfolgen, wir denken an die Inquisition. Und ich werde dies mit der Schrift verbinden, insbesondere mit Offenbarung Kapitel 17. Ich weiß, dass dies eine starke Botschaft ist. Es ist eine Botschaft, die ich noch nie zuvor gegeben habe, aber ich denke, sie ist absolut notwendig, selbst wenn ich nur ein Jahr lang Priester war. In meinem allerersten Jahr als Priester war ich selbst in der Stadt Rom. Ich ging am Ende einer der Sitzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils auf den Petersplatz und sah, wie der Platz mit den 3000 Prälaten der Kirche, die aus dem Vatikan strömten, überflutet war. Und die Kardinäle waren in Scharlachrot gekleidet und die Erzbischöfe und Bischöfe in Purpur. Als katholischer Priester, der etwas von der Bibel wusste, hatte ich Offenbarung 17 gelesen. Ich war schockiert. Das war nicht Hollywood. Das war echt. Ich hatte Scharlach und Purpur vor Augen. Ich wusste, dass es nicht nur der Vatikan allein war. Die Hauptkathedrale des Papstes ist der Lateran und sie sitzt auf den 7 Hügeln. Und ich wusste etwas von den zivilen Vereinbarungen, die er mit den Nationen getroffen hatte. Konkordate. Ich war schockiert. Sogar als Priester mit dem wenigen, was ich über das Wort Gottes wusste, und ich habe es einfach aus meinem Kopf verdrängt. Aber es gibt heute so wenige Menschen, die bereit sind, über dieses Thema zu sprechen. Ich denke, es muss gesagt werden. Und zwar klar und deutlich im Vertrauen auf die schriftliche Klarheit von Gottes Wort, das wir auch eben zur Sicherheit hier einblenden. Die Bibel, die Heilige Schrift. Lord Acton. Einer der berühmtesten römisch-katholischen Historiker der Geschichte erklärte nachdrücklich, dass der Vatikan durch zivile Vereinbarungen mit Mächten, Königen und Fürsten in der Vergangenheit 600 Jahre lang in der Lage war, wahre Gläubige zu foltern und zu töten. Ein römisch-katholischer Historiker und Sie, also die Kirche, waren in der Lage, das wahre Evangelium zum Schweigen zu bringen und die Menschen zu sich zu holen. Jetzt ist es wirklich traurig, dass sie in ihrer eigenen Zeit wieder die zivile Macht an sich reißt und sich im Zivilrecht in einer wirklich ausgeprägten Weise rüstet, das schwerwiegende Folgen für die Gläubigen haben kann. Nur sehr wenige sind sich dessen bewusst. Deshalb nenne ich diesen Vortrag Vatikanische Kontrolle durch das Zivilrecht. Ich beginne mit einem Zitat von einer Webseite der Europäischen Union. Es ist im Internet zu finden unter der angegebenen Adresse. Zitat: Papst, Zufügung, Antichrist, Johannes Paul II. Skizzierte seinen Traum von einem Europa ohne egoistischen Nationalismus und auf Grundlage christlicher, Verbesserung, katholischer Werte, als er am Mittwoch, den 24. März 2004 im Vatikan, den Karlspreis für seine Verdienste um Europa erhielt. Karlspreis, und das ist das Stichwort für... Ja, für den Gerald, genau. Der sich nämlich
mit dem Karlspreis beschäftigt hat. Genau. Und wer vielleicht noch nicht genau weiß, wer ich bin derjenige, welcher auch die Möglichkeit hatte, den Jörg oder hat bei den modernen Kriegen zu begleiten. Und da haben wir auch mehr oder weniger viele Themen angesprochen, unter anderem eben auch den Karlspreis, der offensichtlich auch ein sehr wichtiger Preis ist. Und alle Persönlichkeiten, die mehr oder weniger in dieser Welt Rang und Namen haben, findet man dort wieder. Und der Karlspreis ist insofern also ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler. Wer das möchte, der braucht das bloß mal recherchieren auf der Internetseite. Und ja, ich habe gerade vor der Lesung mal ein ganz aktuelles YouTube, so ein YouTube-Video da mal angeguckt. Der ging über 5,5 Minuten. Da war auch genau diese ganze, dieser Sprech von Freiheit, von neuer Welt und Gerechtigkeit und Frieden. Und interessanterweise war ein Wort nicht zu finden oder eine Wortkombination, nämlich römisch-katholisch. Die waren nämlich nicht da. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, dass Karl der Große, im Sinne Roms sozusagen die Herrschaft Europas in der alten Zeit, im Mittelalter, im 8. und 9. Jahrhundert an sich gerissen hatte und im Prinzip bis heute sozusagen als geistiges Vorbild für die Macher von dem neuen Europa dient. Ne? Und der Karl der Große, der hat eben auch eine lange, lange Blutspur hinter sich hergezogen. Er ist unter anderem auch unter dem Spitznamen Sachsenschlechter bekannt, weil er eben auch Menschen, die den christlichen, den katholischen Glauben nicht annehmen wollten, eben dann entweder vertrieben wurden oder dann im schlimmsten Fall, wenn sie sich zu sehr geweigert hatten, dann eben auch hingerichtet wurden. Ne? Und das wiederum ist das geistige Vorbild für die Leute, die mittlerweile oder schon selbst nach dem Kriege das Europa jetzt hier neu gestalten. Und wie gesagt, Karlspreis ist sozusagen dort ganz wichtiger Eckpfeiler. Und von Adenauer angefangen über den Antichristpapst Franziskus findet man dort alle Persönlichkeiten, die sich dort haben mal sehen lassen. Ne? Also das nochmal ganz kurz zu dem Karlspreis. Wer dafür sich da etwas weitergehend interessiert, da, wie gesagt, dann empfehle ich nochmal die Lesung dann von den modernen Kriegen. Ja, Jörg, ich gebe es zurück. Ja, du hast viel vor. Ja, ja. Wir können ja auch den Link von dem Video, das du gerade besprochen hast, gerne mit in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen. Schick mir das nachher durch und dann mache ich das damit zu und dann könnt ihr euch das Video auch anschauen, was der Gerald da jetzt gerade empfohlen hat. Ja, ja. Das 83-jährige Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, also zur Zeit, wo Richard Bennett hier erzählt, Papst Antichrist Johannes Paul II., wurde für sein herausragendes Lebenswerk zur Förderung der europäischen Verständigung im Dienste der Menschheit und des Weltfriedens ausgezeichnet. Nun, das ist ein sehr interessanter Satz, den ich auch gerne so stehen lassen möchte. Das Einzige, was ich machen möchte, ist, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass in dem Abschluss der Lesung des Buches Hinter den Diktatoren wir noch ein weiteres Papier von Richard Bennett besprochen hatten, wo es eben auch darum ging, wie die EU von der römisch-katholischen Kirche gegründet wurde, ohne natürlich da deutlich dazustehen. Also Bilderberger und solche ganzen Sachen, das haben wir alles besprochen in der Lesung Hinter den Diktatoren und deswegen bitte schaut euch auch die letzten Videos, zumindest dann, die sich mit dem Thema beschäftigen, in der Spielliste mal dazu an. Ja? An einer Zeremonie nahmen Mitglieder der diplomatischen Gemeinschaft und Beamte aus der alten deutschen Stadt teil, die jährlichen Preise verleiht, also Aachen. Die Webseite der Europäischen Union spricht natürlich über die Verleihung des Karlspreises an den Papst. Karl der Große war derjenige, der vor langer Zeit am Weihnachtstag, am 25.12. im Jahr 800, von einem anderen Papst gekrönt wurde, römisch-katholisch bis ins Mark. Und für die Arbeit der römisch-katholischen Kirche zusammen mit einem europäischen Führer aus der Vergangenheit und der Papst bekommen heute seine Auszeichnung. Ein weiteres Zitat, diesmal vom 31. August 2003, von einer führenden katholischen Nachrichtenagentur im Internet namens Zenit, die es übrigens nicht mehr gibt, lautet, Zitat:
Johannes Paul vertraut Maria die Zukunft des neuen Europas an. An wen nicht alles Maria konsekriert ist, haben wir ja in der Lesung über die Himmelskönigin auch in mehr als 50 Folgen deutlich genug gesprochen. Schaut euch das auch an. Er hat Europa in die Hände Marias gelegt, damit es zu einer Symphonie der Nationen wird, die sich verpflichten, gemeinsam die Zivilisation der Liebe und des Friedens aufzubauen. Jetzt sind wir der Punkt, was meint der Papst, der Antichrist, mit Liebe und Frieden? Ne? Am vergangenen Sonntag drängte der Heilige Vater darauf, dass im endgültigen Entwurf der europäischen Verfassung die christlichen, sprich katholischen, Wurzeln des Kontinents ausdrücklich anerkannt werden, da sie eine Garantie für die Zukunft darstellen. Ende des Zitats. Christliche Wurzeln des Kontinents Europa. Ja, Michael ist heute Abend nicht mein Gast, sonst würde er euch sagen, Europa wurde gar nicht von Christen gegründet, sondern Europa war irgendwie die geflüchtete Geliebte von Zeus oder sowas. Also eine absolut heidnische Gründung dieses Kontinents, zumindest der Namensgebung davon. Ich gehe da nicht weiter darauf ein, spreche da Michael drauf an oder guckt unsere SMA-Videos, wo da auch drüber diskutiert wurde. Der Papst besteht darauf, hier hat der Textwort, dass die christlichen Wurzeln, also wenn schon überhaupt, römisch-katholisch und damit heidnisch, damit teuflisch, der Europäischen Union anerkannt werden. Was versteht die römisch-katholische Kirche unter christlich? Nun, wir müssen nur ihre offiziellen Dekrete ansehen, denn sie erklären deutlich, was sie mit Christen meint. Ich zitiere aus einem sehr bekannten Dokument, das der Vatikan am 5. September des Jahres 2000 unter dem Titel Dominus Iesus veröffentlicht hat. Der Link ist hier beigefügt. Sie macht deutlich, dass diese Idee der christlichen, zwischen Anführungszeichen, Wurzeln nur eine Fassade ist. Katholizismus bedeutet die katholische Kirche und nur diese. Ihr Geist kommt in diesem Dokument zum Ausdruck. Zitat: Sie verurteilt die Tendenz, die Heilige Schrift außerhalb der Tradition und des Lehramts der Kirche zu lesen und auszulegen. Also mit anderen Worten, nochmal ein kurzer Kommentar von mir hier eingefügt, es ist einem, zwischen Anführungszeichen, Christen nicht gestattet, das Wort Gottes für sich selbstverständlich in seiner eigenen Sprache zu lesen. Also alle deutschsprachigen Bibeln vor und seit Luther sind der römisch-katholischen Kirche ein Gräuel für die Deutschen. Alle englischsprachigen seit der Geneva oder der Matthew Bible oder später auch der König James Bible sind der römisch-katholischen Kirche ein Gräuel. Alle spanischen Bibeln wie die Reina Valera sind der römisch-katholischen Kirche ein Gräuel. Alle niederländischsprachigen Bibeln wie zum Beispiel die Statenvertaling, die basiert ist auf der Übersetzung der König James von 1618 in diesem Fall ins Niederländische, sind der römisch-katholischen Kirche ein Gräuel. Weil dann liest man das Wort Gottes außerhalb der Tradition und außerhalb der Interpretation der Kirche. Das geht ja nun mal gar nicht. Weil man darf ja kein eigenes Gewissen haben. Man darf keinen eigenen Verstand haben. Man muss sich vollständig der römisch-katholischen Kirche unterordnen. Lest doch mal das Glaubensbekenntnis der römisch-katholischen Kirche. Da steht nicht nur drin, ich glaube an Gott, ich glaube auch an die römisch-katholische Kirche. Und ich gehorche der. Das muss man sagen, wenn man Katholik ist. Und man muss es nicht nur sagen, man muss es auch tun. Und wenn man es nicht tut, dann ist man ein Liberaler. Und wenn man ein Liberaler ist, dann wird man verfolgt. Das war schon immer so und das wird immer so sein. Nur Katholiken, die so, ach, wie kann man das jetzt sagen, was ist das richtige Wort? Jetzt hören wir gerade das richtige Wort nicht ein. Die sich halt an die tridentinische Doktrin halten, sind wahre Katholiken. Alles andere sind Waschlappen.
Und das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte, die römisch-katholische Kirche selber gebraucht. Und das sind die Gründe, warum sie andere außer tridentinische Katholiken verfolgt. Was tridentinische Katholiken sind, aber das sind die Katholiken, die sich halten an die kanonischen Bestimmungen aus dem Konzil von Trient von 1545 bis 1563 mit 108 Verfluchungen auf alles, was nicht katholisch ist. Die römisch-katholische Kirche verurteilt die Tendenz, die Heilige Schrift außerhalb der Tradition und des Lehramts der Kirche zu lesen und auszulegen. Jeder, der es wagt, seine Bibel außerhalb der von der Kirche vorgegebenen Interpretation zu lesen, wird von ihr verurteilt und dann sagt sie offiziell für die ganze Welt, Zitat, dass es nur eine einzige Kirche Christi gibt, die in der katholischen Kirche besteht, die vom Nachfolger Petri und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm regiert wird. Ende Zitat. Petrus war niemals in Rom. Wie kann der Grundleger des Papsttums sein? Wieder eine andere Geschichte, wo man sich mal mit beschäftigen sollte. Und die Bischöfe und die Kardinäle. Früher hatten wir den Kaiser in Rom und den Senat. Heute hast du den Papst und die Kardinalskurie. Und das ist genau dasselbe, nur andere Namen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und das seit über 2000 Jahren, meine lieben Brüder und Schwestern. So gibt es für Rom nur eine einzige Kirche und sie sagt, dass dies die katholische Kirche ist. Und so wie die Nazis Nicht-Arier zu Nicht-Menschen erklären, erklärt Rom nun in diesem offiziellen Dekret andere Kirchen zu Nicht-Kirchen. Ein weiteres Zitat aus diesem Dokument, das da heißt Dominus Jesus. Die kirchlichen Gemeinschaften, die das gültige Episkopat und die echte und integrale Substanz der eucharistischen Mysterien nicht bewahrt haben, sind im eigentlichen Sinne keine Kirchen. Oh ja, Jörg, jetzt wird es aber schwierig, jetzt verstehen viele Leute nicht, was sind denn die eucharistischen Mysterien? Gerald, hast du eine Ahnung oder muss ich es erklären? Naja, ich habe eine Vermutung, aber ich denke... Was vermutest du denn? Naja, diese Mysterien, das eucharistisch ist doch dieses... Ach, ja, ich werde dir helfen. Das hat doch nichts mit Ökumenismus zu tun. Ne? Ja, komm. Ich lasse dich hier nicht zappeln. Ja, die eucharistischen Mysterien sind diese fünf lateinischen Zauberworte, die der Priester spricht, hoc est corpus enim meum, wenn er die gesegnete Hostie, das Stück Brot, verwandelt in den Leichnam, also in den Körper, ja, in das Blut, in das Fleisch, in die Nerven, in die Muskeln, in die Knochen unseres Herrn Jesus Christus. In dem Dogma der Transsubstantiation. Es ist nämlich ein Mysterium, wie der Priester Jesus Christus in einem Stück Brot erschaffen kann und dann sagt, dass durch diese Veränderung, durch diese sprechende Zauberformel, hoc est corpus enim meum, das Stück Brot der wahre Jesus Christus wird. Und das muss man glauben. Und das ist halt ein Mysterium. Also, die kirchlichen Gemeinschaften, die das gültige Episkopat und die echte und integrale Substanz der eucharistischen Mysterien, also des Dogmas der Transsubstantiation für die eucharistische Feierung der Messe, das eine Opfermesse ist, nicht bewahrt haben, sind im eigentlichen Sinne keine Kirchen. Wenn du es hältst mit der Bibel, wo Jesus Christus sagt, brech dieses Brot, es ist mein Körper, trinkt diesen Wein, er ist mein Blut, vergossen für eure Erlösung. Und tut dies in Erinnerung an mich. Wer das sagt, tut dies in Erinnerung an mich, der ist nach der römisch-katholischen Kirche verflucht. Anathema. Diese Kirche und jede andere Kirche, die kein gültiges Episkopat und kein Opfer Christi in der Eucharistie, ja, hier wird Jesus Christus wieder und wieder und wieder geopfert. Und keine Anbetung Christi in einer Hostie hat, ist also keine gültige Kirche im Sinn der römischen Kirche.
Sie ist absolut klar in dem, was sie sagt. Und so ist ihre Suche nach den christlichen Wurzeln eine Suche nach der römisch-katholischen Macht und den Wurzeln in der Europäischen Union. Roms Geist ist in ihrer Lehrmeinung klar und deutlich zum Ausdruck gekommen. Und sie plant erneut Europa und die ganze Welt, Stichwort neue Weltordnung, unter ihre Kontrolle zu bringen. Selbst weltliche Zeitungen in England und anderswo sind sich des Geistes des Vatikans durchaus bewusst. Und ich möchte aus dem Sunday Telegraph in London gerne mal zitieren. Der Papst bereitet sich in aller Ruhe darauf vor, den Mantel überzustreifen, von dem er feierlich glaubt, dass er ihm durch göttliches Recht zusteht. Der neue, heilige, römische Kaiser, der von Europa bis zum Atlantik regiert. Ende Zitat. Sunday Telegraph Zeitung aus England, 21. Juli 1991. Und ich könnte noch viele weitere Zitate anführen. Der neue, heilige, römische Kaiser. Was habe ich gerade gesagt? Der Papst ist der Kaiser. Das ist auch ein ganz offizieller Titel, den er hat, weil er ist Papst und Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf der geistigen Seite. Aber er ist König des Königreichs Vatikan. Und da der Vatikan König aller Könige ist, gibt es für den Namen König aller Könige den deutschen Titel Kaiser. Also der neue, heilige, römische Kaiser. Ach übrigens, da habe ich doch ein Foto. Nur mal eben so zur Erinnerung. Warte mal eben. Hot 30. Habe ich das nicht auch in Deutsch? Oder ist das jetzt nur in Englisch hier? Mal eben gucken, ob ich das in Deutsch auch habe. Weil ich habe das Bild, ach Mensch, ich habe das Bild ein paar Mal. Wieso ist denn das jetzt so klein hier? Komm, geh weg da. Ist das Englisch? Das ist auch Englisch. Das ist auch Englisch. Ich habe es in Deutsch, aber ich weiß jetzt nicht wo oder unter welchem Titel. Sonst muss ich das mal eben ins Deutsche übersetzen. Das ist nämlich aus dem Discorsi von Antichrist Papst Pius IX. Auf Band 1, Seite 253, das aussagt, der Cäsar, der sich jetzt an euch richtet und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. All hail Caesar. Ja? Ich habe das auch in Deutsch irgendwo, aber ich finde das jetzt nicht. Und bevor ich mich jetzt hier während des Live-Videos kaputt suche, übersetze ich das halt eben ins Deutsche. Ne? Antichrist Papst Pius IX, ihr wisst schon, derjenige von Syllabus der Fehler, derjenige von Quanta Cura, 1860er Jahre, sagt, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine ihr Gehorsam und Treue schuldet. Also der Papst spricht von sich selbst als Cäsar. Okay? Und hier sagt eben die Zeitung genau dasselbe. Der neue, heilige römische Kaiser. Ist Rom dann gefallen? Ha, Leute, das wird eine andere Geschichte. Da könnt ihr euch noch warm anziehen, was bei mir auf dem Kanal noch alles kommt. Der neue, heilige römische Kaiser, der von Europa bis zum Atlantik regiert. Sunday Telegraph. Tja, habe ich jetzt das andere Bild hier zugemacht oder was? Von Richard Bennett. Ah ja, warte mal, das muss ich nochmal eben, suchen. Da ging irgendwas verkehrt gerade bei der Bildersuche. Ich weiß nicht, warum die Bilder auf einmal alle mal so in klein sind. Wir hatten das doch hier. Nee. Da muss ich das unter Civil suchen. Ja, Entschuldigung, das passiert nochmal eben in Live-Videos. Dann ist mal auf einmal das Bild los hier. Hier ist das Bild. So, jetzt ist aber wieder in der richtigen Größe da. So wie das gehört. Der neue heilige römische Kaiser, der von Europa bis zum Atlantik regiert. Und ich könnte noch viele weitere Zitate anführen. Sogar weltliche Zeitungen, ja, was ist denn der Sunday Telegraph sonst, wenn nicht eine weltliche Zeitung, sagen, dass der Geist des Vatikans in Europa regiert. Diese Herrschaft besteht nicht einfach in der Veröffentlichung von Dekreten, sondern in der Umsetzung ihres Gesetzes durch das Zivilrecht oder bürgerliche Recht der einzelnen Nationen. Und davon lebten sie in der Vergangenheit, im finsteren Mittelalter. Die Kontrolle, die sie während der mehr als 600 Jahre andauernden Inquisition über die Gläubigen und das Wachstum ihres Systems ausübte, geschah
durch das Zivilrecht, das sie mit den alten Königen und Fürsten eingeführt hatte, und durch die Unterwerfung der Menschen unter ihr trügerisches, sakramentales System, das besagt, dass man für das Heil auf die heilige Mutterkirche und die 7 Rituale, die sie hat, schaut. Diese Kontrolle übte sie mehr als 600 Jahre lang durch massive Folter und den Tod von vielen Millionen wahrer Bibeltreuer aus. Ich empfehle hier für den Tod von vielen Millionen meine Lesung über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, wo ich jetzt auf Seite 412 im ersten Band bin und demnächst, das ist versprochen, das Werk weitersetzen werde, weil es sind 3 Bände von in total 1800 Seiten. Ich werde sie alle lesen. Wenn ihr da was drüber wissen wollt, über die Organisation, den Aufbau und die Kontrolle der Inquisition, das ist das Buch, an dem ich jeden dazu führen möchte. Deswegen lese ich es selber. Und Richard Bennett spricht hier eben nochmal, dass die Kontrolle, die sie mehr als 600 Jahre lang ausübte, durch massive Folter und Tod von vielen Millionen wahrer Bibeltreuer, auf die Art und Weise übt sie ihre Kontrolle aus. Durch diejenigen, die bibeltreu sind und damit untreu an das Dogma der römisch-katholischen Kirche, weil folgens ihr darf man, nach ihr darf man das ja nicht, die Bibel lesen, die macht sie mundtot, indem sie sie tot macht, tötet. Ihre Ambitionen in Europa sind derzeit in der Europäischen Union nur eine Fortsetzung der Kontrolle, die sie bereits in den meisten Ländern der Europäischen Union hat, die bereits Teil der Europäischen Union sind, einschließlich meines eigenen Landes Irland, aber auch in den Ländern, die der Union beitreten werden. Sie hat bereits absolute Kontrolle, zum Beispiel über ganz Polen. Dieser Vortrag wurde also vor dem EU-Beitritt Polens in 2004 gehalten, ne? Weil, ihr seht ja, Teil der Europäischen Union sind die Länder, aber sie hat absolute Kontrolle über Polen. Polen gehört hier also nach seiner Aussage noch nicht zur EU, also ist dieser Vortrag von vor 2004. Ich weiß, wir haben heute 2022, aber merkt ihr nicht, wie wunderbar aktuell das trotzdem noch ist? Und so verwies sie, wie schon in der Vergangenheit, Könige und Prinzen durch ihre Befehle, Diktate und Gesetze in ihre Schranken. Denkt zum Beispiel mal an den Gang nach Canossa, König Heinrich IV. 1075. Sie bringt jetzt Nationen durch das Zivilrecht unter ihre Kontrolle. In der Vergangenheit konnte sie den Menschen den Treueeid gegenüber ihrem souveränen Führer abnehmen, sodass sie von ihrer Treue gegenüber der zivilen Macht befreit wurden, und das hat sie auch getan, wenn die Zivilmacht ihnen nicht gehorchte. Das ist ein Beispiel vom Gang nach Canossa. Wenn die zivile Macht, also der Kaiser in dem Fall, Heinrich IV., dem Papst nicht gehorchte, dann wurde er exkommuniziert. Und wenn der Kaiser exkommuniziert ist, dann ist das Volk dem Treueeid gegenüber seinem Führer, dem Kaiser in dem Fall, entbunden. Dann wird der Vogel frei. Nicht nur verliert er die Erlösung nach der römisch-katholischen Kirche, sondern er kann auch noch von jedem Menschen getötet werden, und es ist sogar eine lobvolle Arbeit, einen solchen Vogelfreien zu töten. Martin Luther lebte 25 Jahre unter diesem Interdikt, unter dieser Anathema, unter dieser Verfluchung der Exkommunikation. Was für Martin Luther, so wie auch für mich und wahrscheinlich auch für Gerald, nichts weiter ist als ein ganz großes Lob. Von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert zu werden, ich kann mir keine bessere Sache vorstellen als das. Ja. Nicht, da Gerald? Da fällt mir der Begriff Regime Change ein. Ja. Wenn ein Führer einer Nation, wie auch immer, nicht so richtig mitspielt, ne, dann gebraucht man ja dann als in dem Neusprech dieses Wort Regime Change. Ne, um ja, dann zum Beispiel damals bei Gaddafi in Libyen und genau. Hussein genau. in Irak und so weiter genau. und so weiter. Mhm. Und wie man es jetzt in Syrien macht, obwohl dieser Assad ja zum Beispiel auch also päpstlicher Ritterordenträger ist. Ne, also
Ja, aber das ist ja im Grunde, weißt du, ne. Wie hat Michael Ende das genannt? Die unendliche Geschichte, ne? Oder wie nannte er das? Ja. Ja. Es ist eine unendliche Geschichte, ja. Das ist das hier im Grunde auch, ne? Aber der Punkt ist halt, die römisch-katholische Kirche konnte den Menschen den Treueeid gegenüber ihrem souveränen Führer abnehmen, wenn der eben nicht den Gesetzen der römisch-katholischen Kirche oder dem Papst gehorcht hat. Die Macht der römisch-katholischen Kirche war so groß, und seit dem 20. Jahrhundert haben wir eine Strategie gesehen, die der Vorbereitung ziemlich ähnlich ist, mit der sie sich auf diese Jahrhunderte der Folter und Verfolgung vorbereitete. Übrigens, wenn hier mal kleine Übersetzungsfehler drin sind, dann bitte ich das zu vergeben. Die Miss Marple hat das übersetzt, ich habe es kontrolliert, aber man kann auch Dinge mal übersehen. Also wenn hier und da ein Satz vielleicht nicht ganz so doll Sinn macht, dann verzeiht uns das. Das englische Originalpapier habe ich übrigens auch und das werde ich auch auf Archive zur Verfügung stellen. Wir haben also eine Gönnerin, fährt Richard Bennett fort, so wie sie zuvor viele Könige und Prinzen dazu brachte, ihre gesetzlichen Vereinbarungen zu unterzeichnen. So ist sie besonders im 20. Jahrhundert und in ihrem eigenen Jahrhundert, dem 21. wieder sehr stark darin, ihre Macht durch das Zivilrecht der Nationen einzubringen. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum diese Lesung Teil macht der Lesung von Roms Ziele in Theorie und Praxis. Denn der nächste Satz lautet, sie tut dies vor allem durch ein sogenanntes Konkordat. Ein Konkordat ist eine zivile Vereinbarung zwischen dem Vatikan und bestimmten Nationen. Ja, wir müssen immer den Unterschied machen zwischen römisch-katholischer Kirche und Vatikan. Vatikan ist der Staat, römisch-katholische Kirche ist die Kirche. Die Kirche ist gesessen im Vatikan. Staat und Kirche sind eins, zusammengeschmolzen. Aber wenn hier vom Vatikan gesprochen wird, dann sprechen wir immer vom Staat, dann sprechen wir immer von der säkularen Macht, von der weltlichen Macht. Die römisch-katholische Kirche beherrscht aber beide. Deswegen sind Vatikan und römisch-katholische Kirche untrennbar miteinander verbunden. Ein Konkordat ist eine zivile Vereinbarung zwischen dem Staat, Vatikan, und bestimmten anderen Nationen. Das heißt, der Vatikan, der ein souveräner Staat ist, dessen König der Papst ist, zufällig auch Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, deswegen verwechseln manche Leute Dinge immer oder bringen das durcheinander. Dieser Vatikan, dieser Staat macht Verträge, neudeutsch bilateral, also zwischen zwei Staaten abgesprochen, mit bestimmten Nationen macht er Verträge. Habe ich ja in Roms Ziele auch bereits deutlich erklärt, was ein Konkordat ist. Es garantiert der römisch-katholischen Kirche das Recht und die Freiheit ihrer Art der Religionsausübung. Aha! Garantiert Recht und Freiheit ihrer Religionsausübung. Das heißt, in diesem zwischenstaatlichen, neudeutsch bilateralen Vertrag wird festgelegt, und zwar unumstößlich, dass die römisch-katholische Kirche das garantierte Recht und die Religionsfreiheit hat, ihre Religion auszuüben. Von anderen Religionen wird da nicht gesprochen. Die römisch-katholische Kirche hat das Recht, ihre Religion auszuüben. Und da die römisch-katholische Kirche eine unterdrückende Religion ist, unterdrückt sie alle anderen Religionen automatisch. Aber sie bekommt das Recht, in einem Staatsvertrag ihre Religion ausüben zu können. Ist das nicht eine Vermischung von Staat und Kirche? Wie kann ein Staat wie Deutschland, der sich auf die Fahne schreibt, Kirche und Staat zu trennen, dann überhaupt ein Konkordat akzeptieren, in dem in einem säkularen Vertrag garantiert wird, dass die römisch-katholische Kirche Freiheit der Religionsausübung hat? Wenn ihr mir das nicht beantworten könnt, dann verstehe ich das. Ich kann es nämlich auch nicht. Es geht nur, wenn man Kasuistik und Sophistik gebraucht und wenn man sagt,
wie Merkel es einmal gesagt hat, ne, dass Merkel, dass Dinge, die man vor der Wahl verspricht, nach der Wahl ja deswegen kein Recht hat darauf, dass sie gehalten werden. Ne? Ist so ungefähr dasselbe System. Gerald, wenn du mal einen Kommentar hast oder so, unterbrich mich gerne mal, ne, wenn ich mal einen Schluck Wasser nehme. Ja, ist gut, ich höre spannend zu und ja, harre der Dinge, die da noch kommen jetzt hier. Ist ja sehr, sehr, sehr spannend und sehr dicht an Informationen hier gerade, was du vorträgst. Es beinhaltet die Festlegung von Dingen wie Lehrmeinungen, die Einrichtung von römisch-katholischen Schulen und Krankenhäusern. Dazu gehören Eigentumsrechte, dazu gehört die Ernennung von Bischöfen und die Ernennung des katholischen Eherechts. Die Anerkennung des katholischen Eherechts, insbesondere der katholischen Annullierung. Solche Vereinbarungen wurden im 20. Jahrhundert getroffen und einige von ihnen sind wirklich sehr bekannt. Die Konkordanz oder das Konkordat mit Lettland 1922, Bayern 1924, Polen 1925, Rumänien 1927, Litauen 1927, die berühmt-berichtige Konkordanz zwischen Italien und Mussolini 1929, der berühmte Lateranvertrag, Baden 1932, Österreich 1933, mit Deutschland das Konkordat von 1933. Siehe dazu mein Video, das Konkordat von 1933, der Pakt mit dem Teufel. Link hier im Papier einbegriffen. Im selben Jahr und mit Jugoslawien 1935. Wisst ihr, mit Jugoslawien 1935, wisst ihr, wozu das geführt hat? Zu dem NDH, dem unabhängigen Staat Kroatien, aufgerichtet unter Ante Pavelić 1941 und der Verfolgung der Serben bis 1945, unter anderem im Konzentrationslager Jasenovac, wo in total mehr als 1 Million Serben in diesen 4 Jahren auf grausamste Art und Weise ermordet wurden. Und alle, die wir aus dem 19. Jahrhundert besprochen hatten, in Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix. Und deswegen hier ein Link zu dem Papier, das es auch auf Archive gibt, wie ihr wisst. Der Vatikan hat sich darauf vorbereitet, seine zivilen Vereinbarungen mit seinen eigenen Diktatoren abzuschließen, die ebenfalls römisch-katholisch sind. Und jetzt werde ich noch mal einen Satz wiederholen, den ich heute Nachmittag in der Lesung mit Gerald, glaube ich, schon mal gesagt habe. Ihr müsst verstehen, dass es der römisch-katholischen Kirche vollkommen egal ist, aber wirklich sowas von egal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ob euer Land von einer Regierung der rechten Färbung oder der linken Färbung oder von mir aus der liberalen Färbung geführt wird. Ob euer Land also eine Demokratie ist, wo das Volk um die paar Jahre seine Stimme abgibt, um eine vatikanische Puppe zu wählen, oder ob das Land regiert wird von einer sogenannten Republik, wie ja eigentlich Amerika keine Demokratie, sondern eine Republik sein sollte. Und eine Republik ist keine Demokratie, aber das haben die meisten Amerikaner immer noch nicht begriffen. Oder ob das Land regiert wird von einer Diktatur, wovon dann auch noch die Diktatoren eben, wie hier im Text gerade gesagt wird, von der römisch-katholischen Kirche selber eingesetzt ist. Der römisch-katholischen Kirche ist es vollkommen Schnuppe, wie das Land regiert wird, solange die Regierung sich hält an die Weisungen von Rom. Solange die Agenda der römisch-katholischen Kirche fortgetrieben wird, durchgetrieben wird, durchgesetzt wird durch die Regierung, die an der Macht ist. Deswegen unterstützt die römisch-katholische Kirche Regierungen wie Idi Amin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, ganz genauso wie Adolf Hitler, Mussolini, Franco, Pavelić, wie Merkel, Adenauer. Scholz, Schröder, Schmidt, Kohl, muss ich alle aufnehmen. Versteht ihr? Vollkommen egal,
welche Färbung, welche Farbe die Regierung hat, solange die Regierung sich einsetzt, um die Interessen des Vatikans zu wahren und die Agenda der römisch-katholischen Kirche nicht nur zu unterzeichnen, sondern sich auf die Fahne zu schreiben und durchzusetzen, solange kann man regieren. Ich habe das schon mal so ungefähr erklärt mit Regierung de facto und Regierung de jure. Der Vatikan hat sich darauf vorbereitet, seine zivilen Vereinbarungen mit seinen eigenen Diktatoren abzuschließen, die ebenfalls römisch-katholisch sind. Welche Diktatoren waren denn römisch-katholisch? Ja, hat ja nicht jeder alle meine Videos gesehen. Aber römisch-katholische Diktatoren waren zum Beispiel Stalin. Ja, klar auf, Stalin, der war ein Kommunist, ein Atheist, der ist doch nicht katholisch. Stalin hat 2 Jahre lang auf dem Jesuitenstuhl gesessen in Georgien und hat da Jesuitenpriester gelernt. Stalin war ein Jesuitenpriester. Ist ein Jesuitenpriester katholisch oder nicht? Mussolini war katholisch. Adolf Hitler war katholisch. Franco, der spanische Diktator, war katholisch. Sie sind alle katholisch. Viet Dinh, der vietnamesische Präsident in der Zeit des Vietnamkrieges, Südvietnam, der war katholisch. Aber Ho Chi Minh, der Kommunist im Norden, der war auch katholisch. Der hat sogar einen katholischen Feiertag eingeführt für die Maria. Mach ich das, wenn ich Atheist bin? Oder mache ich das, wenn ich der römisch-katholischen Kirche gehorche? Ja, das habt ihr natürlich in solchen Filmen wie Full Metal Jacket und was wie die ganzen Kriegsfilme über Vietnam sehen, nicht gesehen, ne? Rambo hat auch nie von gesagt, ne? Dass er im Grunde die Politik der Maria durchgesetzt hat da, mit seinen Taten in seinen komischen Filmen da. Ne? Nur mal eben dazu. Es gibt so viel, was ihr nicht wisst, aber so viel, was ihr wissen könnt, wenn ihr nur die Bibel studiert und euch ein wenig durch die Augen der Bibel informiert, was in dieser Welt passiert. Die Diktatoren sind alle von der römisch-katholischen Kirche eingesetzt. Alle. Ausnahmslos. Einige der berühmtesten vatikanischen Konkordanz- oder Zivilvereinbarungen wurden zwischen dem Vatikan und Diktatoren getroffen, die größtenteils Despoten waren, die katholische Nation regierten. Und ich möchte Ihnen einige der berühmtesten von ihnen nennen. Nämlich diejenigen, die römisch-katholisch waren. Sie haben von 1933 bis 1945 in Deutschland Zivilverträge mit Adolf Hitler abgeschlossen und mit Benito Mussolini Italien von 1922 bis 1943. Francisco Franco in Spanien von 1936 bis 1975, Antonio Salazar in Portugal von 1932 bis 1968, Juan Perón in Argentinien von 1946 bis 1955 und Ante Pavelić in Kroatien von 1941 bis 1945. Jede dieser Nationen hat ihre ganz eigenen Schrecken. Was geschah durch diese zivile Konkordanz im 20. Jahrhundert? Nicht nur die Millionen von Juden, sondern auch die Gläubigen haben unter Hitler gelitten. Warum macht er hier einen Unterschied zwischen Juden und Gläubigen? Weil er hier mit Gläubigen meint, Gläubige an Jesus Christus, und Juden glauben nun mal nicht an Jesus Christus. Aber gläubig sind Juden auch. Also man muss diesen Unterschied nicht unbedingt machen. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie andersgläubig sind als die römisch-katholische Kirche. Und Juden sind nun mal keine Katholiken und Gläubige an Jesus Christus sind auch keine Katholiken. Und deswegen haben wir hier Millionen von Juden und andere Gläubige, die unter Hitler gelitten haben. Und was die Gläubigen unter Franco und Mussolini erleiden mussten, und die wahrscheinlich grausamsten Folterungen an Gläubigen in Orthodoxen und Orthodoxen in Kroatien oder besser durch Kroaten an Serben im NDH, Kroatien, so muss es richtig heißen, waren einige der schrecklichsten Massaker und Folterungen, die je auf der Erde unter den zivilen Vereinbarungen, die die römisch-katholische Kirche mit Ante Pavelić in Kroatien hatte, ausgeführt wurden. Den Kern des Satzes lese ich gerne nochmal.
Und was die Gläubigen unter Franco und Mussolini erleiden mussten und die wahrscheinlich grausamsten Folterungen an Gläubigen und Orthodoxen in Kroatien waren einige der schrecklichsten Massaker und Folterungen, die je auf der Erde ausgeführt wurden. Schon beim Lesen dreht sich einem der Magen um. Das sagt Richard Bennett, nicht ich. Ich habe schon so oft gesagt, ich habe dieses Buch über das jugoslawische Auschwitz, Jasenovac von Dedije, hier liegen. Ich habe es gelesen, ich habe es versucht zu lesen. Jedes Mal, wenn ich das Buch, wenn ich da reingehe, ich kann höchstens 10 Minuten lesen oder muss ich das Buch weglegen. Mir wird schlecht, mir wird physisch schlecht. Mir dreht sich der Magen um, ich kann es nicht. Und das ist genau bei den Erklärungen, die Richard Bennett hier auch tut. Schon beim Lesen dieser schrecklichen Folterungen und Massaker, wie sie bis ins Detail beschrieben werden in solchen Büchern, da dreht sich einem der Magen um. Der Vatikan ist auch an der multilateralen Diplomatie beteiligt, das heißt an den Beziehungen zu Regierungsorganisationen, die keine Nationen sind und von denen es viele gibt. Er, also der Vatikan, aber eben durch ihn die römisch-katholische Kirche, darum sagt er hier sie, hat Einfluss und eine offizielle Position bei den Vereinten Nationen und ihren Organisationen, dem Europarat, den europäischen Gemeinschaften, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE für die Leute, die das noch aus den 90er Jahren kennen, der Organisation der amerikanischen Staaten und der Organisation für Afrikanische Einheit. Es gibt eine Reihe von Regierungsbehörden, auf die er großen Einfluss hat. Er ist auch Mitglied in einer langen Liste internationaler zwischenstaatlicher Organisationen und es würde mich etwa eine halbe Stunde kosten, die ganze Liste vorzulesen. Unzählige Organisationen wie die Vereinheitlichung des Privatrechts, der Internationale Getreiderat, die Interkommunikation per Satellit und viele andere Einrichtungen, bei denen man nie vermuten würde, dass der Vatikan daran beteiligt ist. Nun eben mal etwas zur aktuellen Situation. Gerald, aus dem gerade eben gelesenen Satz kann man wunderbar ableiten, dass alles, was heutzutage passiert, vom Vatikan geleitet ist. Es geht hier um der Internationale Getreiderat. Wird uns nicht im Augenblick erzählt, oh, alles unser Getreide kommt aus der Ukraine und die Russen stehlen das jetzt und in der Ukraine muss das vernichtet werden und alle anderen Länder haben große Ernteprobleme. Der Internationale Getreiderat ist vom Vatikan kontrolliert. Das sagt dann doch genug, wer heutzutage die kommende Nahrungsmittelkrise kontrolliert, oder? Das kann man sich normalerweise gar nicht vorstellen. Aber das ist genau das. Ich habe das auch noch recherchiert. Das stimmt absolut. Das ist alles mit allem verbunden und alle Blasen in dasselbe Horn. Ne? Jetzt muss die neue Weltordnung umgesetzt werden und da wird alles aktiviert und auf jeder Ebene, überall kommen da diese ganzen Handlanger zum Tragen und arbeiten alle an demselben Ziel. Das ist wirklich egal, welche Organisation das ist. Es gibt so viele Verbände, was weiß ich. Ich habe ja gerade mal bei dem Studium der Rechtswissenschaften mal geguckt, mit dem römischen Recht. Also ich meine, wir tun ja sogar die Studenten wirklich leid, die dann denken, das römische Recht, das ist total wichtig, dass man das braucht und für das weitere Fortkommen. Ne? Und wenn man dann auf diesen Seiten dann liest, ich habe das zwar schon wieder zugemacht, weil dann liest man eben, naja, dass es eben wichtig ist, für die Studenten dieses römische Recht, ja, dass er eben dann sozusagen für weitere Tätigkeiten in dem vereinten Europa eben dann eben ja, ihre Berufschancen erhöhen, dann ist das alles genau wieder dieser Zwischensprech und genau das, worum es immer wieder geht. Ne? Das ist alles eins zusammen und verbunden und ein normaler Mensch hat dort gar nicht die Möglichkeit, das so zu durchschauen. Ja, das ist es. Das ist auch also, die Absicht, dass ein normaler Mensch das alles nicht durchschauen kann. Das ist wirklich, das haut jeden, der sich damit beschäftigt, wirklich regelmäßig die Füße weg. Und ich habe auch schon, ich bin schon einiges gewohnt, muss ich sagen. Also mich überrascht eigentlich nichts mehr so schnell. Du bist durch meine Videos ganz schön abgehärtet in der Zwischenzeit. Du hast mich ja da rausgeholt erstmal, ne? Du weißt ja, ne, am Anfang, ne, wo ich zu mir gesagt habe, da kannten wir uns noch nicht, ich verstehe gar nichts
von dem, was der Jörg erzählt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Hier muss es doch noch was geben. Ja, und dann bin ich eben auf diese Spur gekommen, ne, Jörg. Genau, und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, tja. Ja, immerhin doch so viel, dass du hier schon an so einer Sendung teilnehmen kannst. Ja, und die moderne Kriege selber mehr oder weniger gestaltest, die Sendung. Ne? Muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Ne? Gut, fahren wir fort. Unzählige Organisationen wie die Vereinheitlichung des Privatrechts, der Internationale Getreiderat, die Interkommunikation per Satellit und viele andere Einrichtungen, bei denen man nie vermuten würde, dass der Vatikan daran beteiligt ist. Er hat nicht nur in Regierungsbehörden, sondern auch in zwischenstaatlichen Organisationen Fuß gefasst und auch in sogenannten NGOs, ne? Nicht-Regierungsorganisationen. Vor 1989 verhandelte der Vatikan hauptsächlich mit den europäischen Nationen im Rahmen von Konkordaten und zivilen Abkommen und Botschaftern und verhandelte hauptsächlich mit den lateinamerikanischen Ländern in Südamerika. Er hat jetzt viele Abkommen mit den meisten Nationen der Welt. Siehe auf der Webseite Concordat Watch EU, Link ist hierbei. Einige dieser alten Abkommen haben immer noch Bestand. Wie das Konkordatabkommen, das zwischen Antichrist Papst Pius XII. Und Hitler am 20. Juli 1933 ausgehandelt und rechtlich anerkannt wurde. Nächstes Jahr wird das 100 Jahre alt, 90 Jahre alt, 1933, 2023, ja? Wobei der Vatikan dem Naziregime seine Zustimmung gab und nie von seinem Abkommen zurücktrat. Obwohl Millionen von Juden und Milliarden von anderen Menschen darunter litten. Er gab den Nazis ihre Zustimmung und diese billigten ihr Gesetz, und sogar für Dinge, wodurch Geld zum Vatikan kam, durch zivile Vereinbarungen. Und Hitler war katholisch, ebenso wie alle Hauptakteure in seiner tödlichen Maschinerie, die ganz Europa massakrierte. 50% der Armeen und Luftwaffe Hitlers waren römisch-katholisch. Siehe auch Moderne Kriege, Abschnitt der Offizierstyp im kommenden Heer. Katholisch? Ja, die Lesung, wo wir heute Nachmittag noch einen Teil von gemacht haben. Ihr seht, wie alles zusammenhängt. Ja? Der Vatikan unterhält zivile Beziehungen zu den meisten Nationen der Erde. Und ich möchte Sie mit einem Zitat aus Zenit, der offiziellen vatikanischen Nachrichtenagentur, die die amtlichen Dekrete und die Geschehnisse der katholischen Welt veröffentlicht, bekannt machen. Wir gehen mal kurz auf den Link hier. Das ist die Zenit-Nachrichtenagentur, eine gemeinnützige internationale Nachrichtenagentur unter dem Motto Die Welt von Rom aus gesehen, die es aber nicht mehr gibt. Denn die Organisation ist aufgelöst, glaube ich. Mal gucken, wo steht das hier nicht noch bei? Als die Verfehlungen Maciels 2006 öffentlich bekannt wurden, fühlte sich Colina hintergangen. Im September 2011 kam es zum Bruch. Die Ordensleitung führte ihn zum Rücktritt. Darauf traten auch die verantwortlichen Redakteure alle Ausgaben in den verschiedenen Sprachen zurück, mit Ausnahme der deutschsprachigen Ausgabe, bei der der Posten des verantwortlichen Redakteurs ohnehin nicht besetzt war. Also die gibt es im Grunde heute nicht mehr, soweit ich das nachgeforscht habe. Trotzdem. Aber hier seht ihr über Wikipedia eine Erklärung, was das war. Ja? Und Richard Bennett in all seinen Vorträgen, er dokumentiert alles. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist alles mit Quellen versehen. Ja? Das ist hier die Quelle eben Zenit, der offiziellen vatikanischen Nachrichtenagentur, die die amtlichen Dekrete und die Geschehnisse in der katholischen Welt veröffentlicht bekannt machen. Wenn Sie den Vatikan im Auge behalten wollen, sollten Sie auch Zenit im Auge behalten, das im Internet recht einfach zu finden ist. Sie, also Zenit, sagte am 20. Juni 2000 unter der Überschrift, dass praktisch alle Länder Konkordanzen mit Rom unterzeichnet haben. Diese Zenit-Agentur nannte das Zitat: Der Wunsch von Ländern auf der ganzen Welt, stabile Beziehungen zum Vatikan zu unterhalten, ist größer denn je.
Dies spiegelt sich auch in der außerordentlichen Zahl der Konkordate wider, die Rom in den letzten 2 Jahren mit anderen Hauptstädten unterzeichnet hat. Von 1950 bis 1999 wurden 128 Konkordate zwischen dem Vatikan und den verschiedenen Staaten unterzeichnet. Diese Zahl wurde anlässlich eines internationalen Kongresses bekannt gegeben, der von der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom organisiert wurde und in dem alle in den letzten 50 Jahren unterzeichneten Konkordanzen in einem Band zusammengefasst wurden. In den vergangenen 9 Jahren wurden 43 Konkordate zwischen dem Vatikan und anderen Staaten unterzeichnet. Diese hohe Zahl ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich die ehemaligen kommunistischen Länder nach dem Fall der Berliner Mauer beeilten, diplomatische Beziehungen mit Rom aufzunehmen und den illegalen Status der Kirche zu ändern. Also, um dafür zu sorgen, dass ihre Regierung von einer de facto eine de jure wird und den illegalen Status der römisch-katholischen Kirche zu ändern in einen legalen Status. Wie macht man das? Man schließt einen Pakt mit dem Teufel. Dies hat andere Nationen im Nahen Osten, in Asien und Afrika dazu veranlasst, an die Tür Roms zu klopfen und rechtliche Vereinbarungen zu treffen. Wir wollen auch rein, wir wollen auch eine sein mit euch. Dieser Marathon hat durchschnittlich 19 Konkordanzen pro Jahr zufolge. Das ist mehr als eins pro Monat. Ende des Zitats von Sinnet, katholische Nachrichtenagentur. Nun kontrolliert er, der Vatikan, aber damit auch gleichzeitig, nie zu vergessen, die römisch-katholische Kirche, nicht nur durch diese Konkordate, sondern er hat auch durch ihre päpstlichen Nunzien Einfluss genommen. Päpstliche Nunzien sind in der Regel Erzbischöfe, die als zivile Botschafter in eine Nation entsandt werden, wie wir Volksnunzien in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, die offiziell im Zivilrecht anerkannt sind. Nicht nur USA, sondern auch 171 andere Nationen haben päpstliche Botschafter. Und in der Regel ist der päpstliche Botschafter der Vorsitzende des Botschafterrats, da er für sich in Anspruch nimmt, für den ältesten Staat tätig zu sein. Und so ist er in der Regel derjenige, der die Sitzungen aller Botschafter zusammen leitet. Der Vatikan ist einer der wenigen Staaten, der einen diplomatischen Dialog mit Ländern wie Libyen führt und gleichzeitig Beziehungen zu Israel unterhält, mit Ausnahme von Ländern wie China, Korea und Vietnam, wo es schwierig ist, zivile Abkommen zu schließen. Aber hier muss ich jetzt den Richard Bennett natürlich einmal kurz korrigieren. Vielleicht hat die römisch-katholische Kirche oder der Vatikan keine offiziellen Verbindungen zu China, Korea und Vietnam. Aber die Führer dieser Länder sind a. römisch-katholisch und b. von Jesuiten eingesetzt. Aber Rom spielt immer beide Seiten, dass das Pendel der Großvateruhr schön weiter von rechts nach links und links nach rechts schlägt und damit sich die Agenda, der Zeiger der Uhr, weiter auf Stunde Null bewegt. Stunde Null ist dann, wenn der Teufel meint, sein Ziel erreicht zu haben. Es ist jetzt noch festzustellen, dass er immer Vereinbarungen mit Havanna hatte. Selbst in den schwierigen Jahren, wobei man bitte berücksichtigen muss, dass Fidel Castro ein Jesuitenpriester war. Richard Bennett erzählt uns auch nicht immer alle Details. Mit den islamischen Nationen gibt es immer noch einige Staaten, die von den Muslimen kontrolliert werden, die nicht mit dem Vatikan unterschrieben haben. Aber auf der anderen Seite sind viele islamische Führer Mitglied in römisch-katholischen päpstlichen, also Kreuzritterorden. Durch seine vielen zivilen Botschafter und seine Konkordate mit diesen Nationen ist Rom nun durchaus bereit, wieder die Muskeln spielen zu lassen und das Zivilrecht auf die Gläubigen anzuwenden. Übrigens auch auf die Nichtgläubigen, weil ob du gläubig bist oder nicht, deswegen bist du trotzdem den Zivilrechten deinem Land unterworfen, oder? Wenn du aber jetzt auch nicht gläubig bist und keinem Gläubigen, also keinem christlichen, zwischen Anführungszeichen, oder katholischen Gesetz Folge leisten willst, aber dein ganzes bürgerliches Recht ist an das
römisch-katholisch-kanonische Recht angebunden, ja, dann hast du ein Problem, ne? Sie gewinnen viel Kontrolle durch das Zivilrecht und wir sind erstaunt, wie anschaulich und detailliert sie das erfüllen, was der Heilige Geist im geschriebenen Wort Gottes durch den Apostel Johannes im Buch der Offenbarung, Kapitel 17, gesagt hat. Der Heilige Geist hat durch den Apostel Paulus oder den Apostel Johannes das Wesen und die Merkmale dieser abtrünnigen Frau anschaulich dargestellt. Sie, also die Merkmale, sind scharf geschnitten und sehr detailliert. Der Apostel Johannes sah das Tier mit den 7 Hörnern, das eine Frau trug, die in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt war. Eine Hure und die Mutter der Huren und Gräuel, offenbart als die Geliebte der Könige und eine Herodias der abscheulichsten List, die das Blut der Heiligen fordert, eine raffinierte, gnadenlose Isabel oder Jezebel, manipulativ, hinterlistig und intrigant und berauscht vom Blut der Heiligen. Und wo sitzt sie gemäß dem Heiligen Geist, der uns durch den Apostel Johannes gegeben wurde? Ihr Wohnsitz ist in Vers 9. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Lässt Spekulationen in die Ferne schweifen, der Heilige Geist lässt uns keine Möglichkeit, Vermutungen anzustellen. Vers 18. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Die Stadt ist unbestritten Rom. Sie sitzt auf den 7 Hügeln. Ihr Name steht auf der Stirn geschrieben. Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis über das heidnische Rom. Ihre Farben waren deutlich zu sehen. Aber was ist das, zwischen Anführungszeichen, christliche Rom? Es gibt viele Geheimnisse. Das Buch der Offenbarung zeigt deutlich, dass es einen echten Gegensatz zwischen Babylon und der wahren Braut Christi gibt. Babylon ist eine Stadt und eine Frau und die Braut Christi ist das neue Jerusalem, die Stadt, die von Gott herabkommen wird. Ihre Merkmale sind deutlich zu sehen in Vers 5, ein größerer Teil in Vers 3. Sie sitzt auf dem scharlachroten Tier. Man sieht die Frau auf dem Tier sitzen, das heißt, sie kontrolliert die Zivilmacht. Sie kontrolliert und lenkt die zivile Macht und der Zweck heiligt die Mittel. Die politische Macht ist der kirchlichen Macht untergeordnet. Ihr erinnert euch noch, die 2 Schlüssel der vatikanischen Flagge. Silberner Schlüssel für die säkulare weltliche Macht, politische Macht und goldener Schlüssel für die geistige, spirituelle, kirchliche Macht, der über dem silbernen Schlüssel liegt. Die politische Macht ist der kirchlichen Macht untergeordnet und sie ist notwendig für die Bestrebungen und Ziele des Papstes und genau so ist es in der Geschichte gewesen. Es ist die kirchliche Macht, die rechtliche Vereinbarungen mit Nationen getroffen hat und die zivile Macht für ihre eigenen Zwecke benutzt. Die Frau, die Kirche, die auf dem Tier sitzt, ist die zivile Macht. Die Kirche ist die zivile Macht. In den Worten von Lord Acton ist sie das Ungeheuer, das sich hinter dem Kruzifix versteckt. Als souveräner Staat gegründet, hat der Vatikan eine solche Macht in der Gesetzgebung und in nationalen Abkommen auf der ganzen Welt, dass es absolut entsetzlich und verblüffend ist, weil er kein wirklich kleiner Staat und eine Zivilmacht ist, aber der Einfluss, den er hat, weil er ein wirklich kleiner Staat und eine Zivilmacht ist, aber der Einfluss, den er hat, steht in keinem Verhältnis zu seiner Größe und er ist weiterhin die Macht, die er immer war. Ich möchte hier eine kurze Pause einlegen, weil ich zum Ende des Videos fast gekommen bin. Wir werden vielleicht den Absatz hier noch zu Ende lesen und dann aufhören für diese Woche. Aber ich möchte hier einmal den Punkt nochmal deutlich machen, dass wir darüber nachdenken müssen, dass bereits in Daniel von dem kleinen Horn gesprochen war. Und das ist genau das, das kleine Horn, das aus den 10 anderen Hörnern entsteht. Ja? Als Rom so gesagt gefallen war, weil Rom ist nicht gefallen, dazu in anderen Videos später mehr,
ist es in 10 Nationen aufgeteilt gewesen. Und das sind alles Hörner. Und aus diesen 10 Hörnern kommt ein kleines Horn heraus. Das ist eben der Vatikan. Das kleinste Land auf dieser Erde. 108 Hektar groß. Und in meinen zukünftigen Videos werdet ihr auch verstehen, wie ich Offenbarung 13, das Tier aus der See und das Tier aus der Erde, richtig biblisch zuteilen werde. Das sind Lesungen, die kommen werden, die sehr interessant sind, aber die bei mir erst noch in der Vorbereitung sind, das wird noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit nehmen wir genug mit dem Text, den Richard Bennett uns hier sagt, wo er nochmal wiederholt sagt, als souveräner Staat gegründet hat der Vatikan eine solche Macht in der Gesetzgebung und in nationalen Abkommen auf der ganzen Welt, dass es absolut entsetzlich und verblüffend ist, weil er ein wirklich kleiner Staat und eine kleine Zivilmacht ist. Aber der Einfluss, den er hat, steht in keinem Verhältnis zu seiner äußerlichen, sage ich, Größe. Und er ist weiterhin die Macht, die er immer war. Die geistliche Macht, die auf der zivilen Macht sitzt. Die Frau reitet auf dem Tier und ihr innerer Charakter wird durch den Heiligen Geist anschaulich dargestellt. In Vers 5. Auf ihrer Stirn ist ein Name geschrieben. Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter aller Huren und der Gräuel auf Erden. Sie wird die Große genannt wegen des Ausmaßes des päpstlichen Einflusses und wegen der Vielzahl von Königen, Prinzen und Präsidenten, mit denen sie Geschäfte gemacht hat und Geschäfte macht. Hiermit beendige ich die Lesung für heute. Richard Bennett hat es geschafft, den Vortrag in 50 Minuten zu halten. Ich schaffe das nicht, seinen Text in 50 Minuten zu lesen, weil ich da immer noch meinen eigenen Senf zugeben muss. Und ich höre mir jetzt gerne noch zum Schluss den Senf von Gerald an, bevor ich auch hoffe, dass er bei der nächsten Sendung, bei der nächsten Lesung dieses Papiers mit dabei sein wird. Bitte, Gerald. Ja. Also mir ist jetzt bloß bei dem letzten Absatz noch eingefallen, also als es um diese zwei Schlüssel ging, dieses rote Band, ja, mit dem diese beiden Schlüssel verbunden sind. Ne? Ja, das ist, wenn man die beiden Schlüssel versucht zu trennen, wenn man also die geistige und die weltliche Macht probiert voneinander zu trennen, dann wird Blut fließen. Genau. Ja, und wer das alles nicht glauben mag, es gibt ja auch viele Leute, die da sagen, ja, das ist so ein kleines Land, das... Das kann doch gar nicht sein. Ne? Da empfehle ich immer mal einfach mal so eine Google-Bildersuche. Mal mit Präsident oder Kanzler und dann einfach Papst dazu eingeben. Oder König. Und dann sieht man so die ganzen Bilder aufploppen. Ne? Und da hat man schon mal eine Orientierung, wer da alles in diesem Club drin ist. Und man kann wirklich schon sagen, fast alle. Ne? Auch die, die jetzt angeblich gegeneinander oder die jetzt gegeneinander Krieg führen, beziehungsweise die Menschen, die da in den Krieg geführt werden. Ne? Das ist eben auch alles unglaublich dramatisch und tragisch. Ne? Und daran hat sich eben nichts geändert. Ne? Solange man diese Dinge nicht benennt, solange diese Dinge auch keine Stimme bekommen, wird das unendlich so weitergehen. Ne? Und deswegen sind ja diese Lesungen und auch dieses Video von Bennett so unglaublich wichtig. Ne? Also ich muss das schon sagen, das ist schon richtig, also so ein gehaltvoller Vortrag, das hat schon Wert. Ne? Und ist natürlich auch richtig gut übersetzt ne, von Renate. Also da auch nochmal vielen Dank. Ja, das ist sozusagen der Punkt. Ne? Und ich ja, denke und ich freue mich dann auf den weiteren Teil. Ne? Ich denke, im zweiten Teil wird es bestimmt geben. Ne? Vielleicht im dritten. Ne? Also in dem Sinne wünsche ich allen alles Gute und schönen Abend. Renate. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.